Übersetzung und Erläuterung von seiner göttlichen Gnade Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Dieser bedeutende Vers des Srimad Bhagavatam wird in der Bhagavad Gita wie folgt bestätigt und sehr schön erklärt. Yadyat vibhuti matsatvam shrimat orjitam evava tat tat eva kachatvam mama tejom sha sambhavam atava bhavnaitena kim gyatena tavarjuna vishtabhyam idam kritsnam ekam shena sito jagat. Es gibt viele mächtige Könige, Führer, große Gelehrte, Wissenschaftler, Künstler, Techniker, Erfinder, Forscher, Archäologen, Industrielle, Politiker, Volkswirtschaftler, Geschäftsmagnaten und viele mächtige Gottheiten oder Halbgötter wie Brahma, Shiva, Indra, Chandra, Surya, Varuna und Marut, die alle in verschiedenen Stellungen das Interesse der universalen Angelegenheiten der Erhaltung schützen. Und sie alle sind verschiedene mächtige Teile des höchsten Herrn. Der höchste Herr, Shri Krishna, ist der Vater aller Lebewesen, die je nach ihren Wünschen oder Bestrebungen in unterschiedlich hohe und niedrige Positionen versetzt werden. Einige von ihnen, die oben im Einzelnen erwähnt wurden, sind durch den Willen des Herrn mit besonderen Kräften ausgestattet. Ein vernünftiger Mensch sollte unzweifelhaft wissen, dass ein Lebewesen, mag es auch noch so mächtig sein, niemals absolut oder unabhängig ist. Alle Lebewesen müssen den Ursprung ihrer jeweiligen Macht anerkennen, wie es in diesem Vers erwähnt wird. Und wenn sie dementsprechend handeln, können sie, indem sie ihre jeweiligen pflichtgemäßigen Tätigkeiten ausführen, die höchste Vollkommenheit des Lebens erreichen, nämlich ewiges Leben, vollständiges Wissen und unerschöpfliche Segnung. Solange die mächtigen Männer der Welt den Ursprung ihrer jeweiligen Macht, nämlich die Persönlichkeit Gottes, nicht anerkennen, wird Maya, die Illusion, weiter auf sie einwirken. Die Wirkungsweise Mayas ist solcher Art, dass ein mächtiger Mensch irregeführt durch Gottesbewusstsein, dass ein Mensch irregeführt durch die täuschende materielle Energie sich fälschlich für ein und alles hält und kein Gottesbewusstsein entwickelt. Deshalb ist der falsche Egoismus, nämlich ich und mein, auf der ganzen Welt vorherrschend geworden. Und so findet in der menschlichen Gesellschaft ein harter Kampf ums Dasein statt. Die intelligente Klasse der Menschen muss daher den Herrn als die endgültige Quelle aller Energien anerkennen und sich so dem Herrn gegenüber für seine guten Segnungen dankbar erweisen. Wenn man einfach den Herrn als den höchsten Besitzer aller Dinge, was er tatsächlich ist, anerkennt, kann man die höchste Vollkommenheit des Lebens erreichen. Was immer ein Mensch in den Augen der Gesellschaft sein mag, wenn er versucht, ein Gefühl der Liebe gegenüber der höchsten Persönlichkeit Gottes zu zeigen und mit den Segnungen des Herrn zufrieden ist, wird er augenblicklich den höchsten inneren Frieden empfinden, nachdem er sich Leben für Leben gesehnt hat. Inneren Frieden oder mit anderen Worten, den gesunden Zustand des Geistes kann man nur erreichen, wenn der Geist auf den transzendentalen, liebevollen Dienst des Herrn ausgerichtet ist. Die Teile des Herrn sind mit bestimmten Kräften ausgestattet, um dem Herrn zu dienen. So wie die Söhne eines großen Geschäftsmannes bestimmte Vollmachten zur Verwaltung gegeben werden. Der gehorsame Sohn wendet sich niemals gegen den Willen des Vaters und lebt daher mit dem Familienoberhaupt, dem Vater, in friedlicher Eintracht. Da der Herr der Vater ist, sollten alle Lebewesen als treue Söhne den Willen des Vaters achten und die ihnen gegebenen Pflichten vollendet und zufriedenstellend erfüllen. Diese Geisteshaltung wird der menschlichen Gesellschaft sogleich Frieden und Wohlstand bringen. Om Jnana Timirandasya Gnanjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Gadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Dada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhevacha Patitanam Bhavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Ich weiß, man spürt am meisten meine demütigen Erbittungen. Namo Vishnu Paraya Krishna Pishtai Bhutale Shimadhe Karma Kanun Samaniti Namani
Goda Kripramita Prapto Vrajemaya Purepriya Prabhupada Pya Lokam Penantiya Nivartitam Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Guru Dashaya Tveta Samaniti Namane Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Viranta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Ne Vishesha Sunyavadi Praskatyade Shatharine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shira Tveta Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Wie Srila Prabhupada in der Erläuterung sagt, alle Lebewesen müssen den Ursprung ihrer jeweiligen Macht anerkennen. Und wenn wir nicht diesen Ursprung unserer Kraft anerkennen, können wir nicht die Vollkommenheit erreichen, auch wie Srila Prabhupada auch hier in diesem Vers erwähnt, den inneren Frieden. Die intelligente Klasse der Menschen muss daher den Herrn als die endgültige Quelle aller Energien anerkennen. Und sich dankbar erweisen, dadurch, dass der Herr der höchste Besitzer aller Dinge ist. Und wenn er versucht, ein Gefühl der Liebe gegenüber den höchsten Herrn zu zeigen, wird er augenblicklich inneren Frieden erlangen. Und das ist der innere Frieden, nach dem sich das Lebewesen sehnt. Und das ist auf diese Dankbarkeit zurückzuführen, was dieses Lebewesen für den höchsten Herrn zum Ausdruck bringen kann. Wir als Lebewesen, unsere Stellung ist es, dankbar zu sein für die großen Geschenke, die wir bekommen haben. Wie Ramananda Gopal Prabhu gestern in seiner Lecture erwähnte, sein Vortrag, können wir wahre Dankbarkeit zeigen, wenn wir demütig sind. Wenn wir eine demütige Haltung haben, verstehen wir, ich bin Teil vom Ganzen, wir sind Teile des höchsten Herrn. In diesem Zustand können wir Dankbarkeit empfinden für dieses wunderbare Geschenk, was uns Krishna oder Gott gegeben hat. Und das wird auch dann hier sehr schön beschrieben, dass die intelligente Klasse der Menschen, die meisten Menschen sind verwirrt von dieser materiellen Manifestation, von der Emotion selbst der Herrscher zu sein. Selbst ein normaler Arbeiter, der denkt, ich bin der Herr von meinem Zuhause, von meiner Familie, und das ist mein Reich, das ist meine Pflicht und das ist alles, was mein Leben gibt. Aber ein intelligenter Mensch versteht, es gibt so viele Einflüsse, ich bin nur ein kleiner Teil vom großen Werk. Und das ist die Stellung, die ein Vaishnava hat. Wir kennen, das Leib ist nicht meins. Das Leib ist etwas, was mir von Gott gegeben wurde. Und jetzt gehen wir hier, lese ich aus einem sehr interessanten Buch. Es ist ein philosophisches Wörterbuch von der Universität München unter Mitwirkung der Professoren der Philosophischen Fakultät der Hochschule für Philosophie München und anderer zusammengestellt. Und hier hören wir etwas über die Begrifflichkeit, was ist das Leib? Leib. Leib ist der beseelte Körper des Menschen und des Tieres. Ist ein Teil des stofflichen Kosmos, weist er als belebter Körper die Unterordnung der Gesetze des anorganischen, physikalischen, chemischen Geschehens unter die des organischen Lebens auf. Und weiter gibt es eine sehr schöne Ausführung, was beschrieben wird. Dieser Körper ist ein Ausdrucksfeld, ist etwas, was ist etwas, ein Mittel, mit dem wir einen Ausdruck vermitteln zu anderen Personen, zu anderen Lebewesen, die auch ebenfalls ein Leib besitzen. Also wir haben verschiedene Leibe. Der Leib Gott, das wurde von uns gegeben, dieser Leib. Und die Seele drückt sich damit aus gegenüber anderen Lebewesen. Und wir haben durch diesen Körper eine gewisse Pflicht bekommen, sich um diesen Körper, diesen Leib zu kümmern. Das heißt, auch hier dann sehr schön, der Mensch trägt seinem Leib gegenüber eine sittliche Verantwortung, die ihm die Pflicht auferlegt, für ihn zu sorgen, durch Ernährung, Pflege und Übung. Und dann gibt es auch die gesellschaftliche Pflicht.
Dazu gehören die Mäßigkeit, Tugend und die Keuschheit, vernunftsgemäße Ordnung des Geschlechtslebens, dessen Missbrauch gleicht Unkeuschheit und Unzucht. Ein Verfügungsrecht über die Substanz des Leibes besitzt der Mensch nicht. Das ist interessant, wie es hier sagt. Ein Verfügungsrecht über die Substanz des Leibes besitzt der Mensch nicht. Lebensrecht. So selbst vom philosophischen Standpunkt ist das Leib nicht unbedingt die einzige Grenze des Lebewesens. Wir, die Lebewesen, haben eine menschliche Erfahrung mit unserem Leib, treten wir in Erfahrung gegenüber zu anderen Menschen und versuchen, unsere Gefühle auszudrücken. Und innerhalb dieses Unterfangens sind wir verwirrt von den ganzen Shishi, Palashim, Simulich, Bhagavane, Ki, Tai. Sind wir verwirrt von diesen ganzen verschiedenen Gunas. Und speziell auf der Straße können wir es wahrnehmen, wenn die Menschen so in ihren Leib gefesselt sind und von diesen Sinnesfreuden verwirrt sind und nicht klar sehen können. Die können nicht mehr klar kommunizieren. Aber ein Gottgeweihter kann klar mit den Seelen kommunizieren, wenn er auf einer Stufe ist des Sattva-Guna, des reinen, hingesvollen Dienstes. Weil er versucht, von der Ebene der Seele aus zu handeln. Wenn wir nicht von dieser Ebene handeln, dass die Seele versucht, der anderen Lebewesen rein, ohne Motive, ohne zu zeigen, ich bin was Großes, ich bin eine selbsterleuchtete Seele, ich bin sehr weit fortgeschritten, ihr seid vollkommen Maya, von Stolz verblendet. Diese ganzen sechs Feinde, Lust, Zorn, Illusion, Gier, Neid, die sind alle da. Und wenn wir nicht diese Feinde auf der Straße vor allem oder mit in Begegnung zu anderen Menschen, wenn wir nicht diese Feinde klären und unsere Sicht rein ist, können wir nicht klar kommunizieren mit einem anderen Lebewesen. Deswegen ist es für jedermann wichtig zu verstehen, wie drücke ich mich aus. Und speziell, wenn wir den Leuten etwas erklären wollen, eine Erkenntnis Gottes, das höchste Gut, eine Gotteserfahrung, eine Verwirklichung Gottes, muss unser Geist vollkommen rein sein. Deswegen, die Vaishnavas, auch wir in unserer Tradition, wenn wir anfangen, versuchen, einen Vortrag zu geben, beten wir. Oder wir beten zum spirituellen Meister. Wie geht es nochmal? Beim Herzlichkeit des spirituellen Meisters kann ein Lama Berge überwinden und ein stummer Mensch wunderbare Worte sprechen. In ähnlicher Weise auch Nashtapeshobhadrishu, allein wenn wir aus dem Bhagavatam hören, werden gänzlich alle Unreinheiten im Herzen vollkommen beseitigt. So deswegen, wenn wir über die Tätigkeiten Shri Krishna sprechen, wird unser Geist und unser Körper, unser Sinne geläutert. So, wenn wir mit den Leuten sprechen, wenn wir versuchen zu missionieren, bedeutet das, dass wir die größte Missionierung unseres Selbst unterliegen. Dass wir versuchen, ständig uns vollkommen gewahr zu sein. Was ist meine Geisteshaltung? Wie verhalte ich mich gegenüber dieser anderen Person? Wie rein ist mein Beweggrund, dieser Seele zu dienen? Will ich dieser Seele dienen oder will ich was daraus bekommen? Und wenn wir diese Reinheit unseres Motivs haben, kann eine Transformation stattfinden. Das heißt, diese Seele gegenüber kann eine Gotteserfahrung haben, indem man einen Gottgeweihten trifft. Aber es ist von uns einer abhängig, wie rein wir sind, wie rein wir uns betätigen im hingesvollen Dienst. Und deswegen ist Japa-Meditation eines der wichtigsten Mittel, um unseren Spiegel des Herzens zu reinigen. Und um in einer Gemeinschaft zu leben mit Gottgeweihten, weil wir müssen versuchen, diese Unreinheiten im Spiegel des Herzens reinzuwaschen. Wie es so schön heißt, Shri Chaitanya Mahaprabhu in seinem Shikshastakam betet ja: Chito Dharpanam Arjanam Bhava Mahadavakni Nirvapanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Anandam Bhurdi Vardhanam Pratipadam Purnam Ritasvadanam Sarvatmasnapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. So dieser transzendentale Ozean des Wohlgeschmacks wird ständig anschwellen,
wenn wir diesen Nektarregen des heiligen Namens empfangen und den Spiegel des unseren Herzens reinwäscht. Anandam Bodhivardhanam Pratipadam Purnamritasvadam. Dieser nektarhafte Ozean schwillt an, wenn wir diesen heiligen Namen des Herrn mit einem Trichter an unsere Ohren trinken. Und dann, was passiert? Diese innere Freude, wie auch hier beschrieben wird, wenn wir erkennen, dass wir nicht der höchste Herrscher sind, unsere Abhängigkeit erkennen, erfahren wir wahren Frieden. Wenn wir versuchen, Dinge zu kontrollieren, zu managen, die uns nicht innerhalb unseres Einflussvermögens sind. Wir können nicht das vollkommen beeinflussen. Und deswegen sind wir vollkommen in Verwirrung. Wir sind in Anxiety, Material Anxiety. Wir sind voller Sorgen, Stress. Weil wir versuchen, das Unkontrollierbare zu kontrollieren. So wie man versucht, seine Fata Morgana hinterherzulaufen. Habt ihr schon mal versucht? Haben wir wahrscheinlich noch nie eine gesehen. Das ganze Leben ist eine. So, das ist das, was das Lebewesen versucht. Eine Fata Morgana hinterherzulaufen. Das Ungreifbare zu ergreifen. Und dadurch entsteht dieser Sorge. Dadurch entsteht dieser Stress. Versuchen zu kontrollieren. Aber wenn wir diese Kontrollsucht aufgeben und es vollkommen den Herrn überlassen, aber dennoch nach unseren besten Fähigkeiten handeln, nach unserem besten Vermögen alles geben, aber das Ergebnis vollkommen Krishna überlassen, ist uns jede Perfektion garantiert. Denn es muss nicht sein, dass das Ergebnis gut ist, aber es geht darum, dass die Tätigkeit gut ist. Wir sind sehr ergebnisorientiert in unserer westlichen Gesellschaft. Wir versuchen, dieses Ziel, das muss perfekt sein. Wenn das nicht gut ist, dann ist der ganze Vorgang zunichte. In Hingesonen Dienst ist es gar nicht so. Krishna ist so barmherzig, heißt Bhakti Grahi Janardana. Er ist so barmherzig, dass er selbst nur mit dem Wunsch, wenn du nicht mal die Tätigkeit ausführst, nur mit dem Wunsch, diese Tätigkeit auszuführen, damit ist er vollkommen zufrieden. Schon damit ergibt er sich zufrieden, dass er im Herzen des Gottgeweihten erscheint. So ganz zu schweigen, wenn wir diese Tätigkeiten ausführen. Und wenn das Ergebnis am Ende nicht so perfekt ist, nimmt das auch Krishna an. So wie Vidura, was macht er? Er opferte Krishna eine Banane. So voll Ekstase nahm er die Banane, schälte sie und schmeißt die Banane weg und gibt in die Schale. So, was sieht Krishna? Er sieht eine Bananenschale, aber nahm sie voller Dankbarkeit entgegen. Was einfach diese liebevolle Geste von Vidura war, ihm dieses Opfer darzubringen. Und deswegen, Krishna, geht es nicht um das Ergebnis. Und wir müssen auch erkennen, bei uns geht es nicht immer um dieses Ergebnis. Was hat diese Person gemacht? Was mache ich? Uns selbst ständig zu evaluieren, uns versuchen zu werten. Wir haben so viele verschiedene Wertekriterien, du musst das und das und das und das erfüllen. Das einzige Kriterium, was wir erfüllen sollten, ist das Wie, in welche Qualität führe ich meinen Dienst aus? Wie sehr ist mein Dienst wirklich Krishna gewidmet? Wie sehr ist dieser Dienst verbunden mit der Mission, mit dem Manobishta, unseres spirituellen Meisters? Wie sehr sind wir verbunden mit der Mission der Guru Parampara? In diesem Ausmaß können wir eine Revolution im Herzen der anderen Menschen geben. So, wenn wir denen ein Buch mitgeben, wenn wir sie treffen, selbst untereinander uns begegnen im Tempel, dann sind diese Gespräche, diese Begegnung keine weltliche Begegnung, sondern es ist eine transzendentale Erfahrung. So kann man eine Erfahrung machen jenseits dieses Leibes, sondern eine von Seele zu Seele. Und das ist eigentlich das Spannende, was im Krishna-Bewusstsein möglich ist, dass wir uns versuchen, eine mystische Erfahrung zu machen. Mystik. Bezeichnet im Wortsinne nach ein tief inneres, geheimnisvolles Erleben, besonders auf religiösem Gebiet. Die Mystik, das ist auch ganz spannend, der katholischen Theologie definiert die Mystik als das erfahrungsgemäße Innewerden des göttlichen Gnadenlebens im Menschen. Das heißt, Mystik bedeutet, dass wir
uns bewusst werden und dass sich Gottes Gnade in unserem Herzen offenbart. Und wir können verschiedene Arten von Mystik wahrnehmen in unserem Leben, wie verschiedene Sachen passiert. Und diese Mystik, diesen Zauber, passiert, je mehr wir uns bewusst sind über Gottes Gnade, über Gottes Barmherzigkeit, die er uns gibt, mit der er uns überschüttet, in der wir eigentlich schwimmen. Wir schwimmen in Gottes Gnaden. Speziell wir als Mönche. Wir haben keine andere Zuflucht, außer die Lotusfüße des höchsten Herrn. Man schiebt alles beiseite und gibt sich vollkommen den Lotusfüßen der höchsten Persönlichkeit Gottes hin. Dem Param Dhamma, Param Brahma, Pavitramidam Uttamam, dem höchsten Reinen, die höchste Zuflucht des Lebewesens und erfüllen und finden dort vollkommenen Frieden. Und das ist die Mystik des Gottgeweihten. Das ist wahre Mystik. Andere Mystiker, laut dem philosophischen Wörterbuch, sind keine Mystiker. Die versuchen, irgendwelche andere Tricks oder irgendwelche Verblendungen zu machen. Nein, das ist keine Mystik. Wahre Mystik ist die Mystik, Gott in seinem Herzen erscheinen zu lassen. Und das durch den Prozess des singensollen Dienstes. So deswegen regt Srila Prabhupada hier in diesem Vers, in dieser Erläuterung an, dass wir uns die Segnungen des Herrn gegenüber dankbar erweisen. Er sagt hier, die intelligente Klasse der Menschen muss daher den Herrn als die endgültige Quelle aller Energien anerkennen und sich so dem Herrn gegenüber für seine guten Segnungen dankbar erweisen. So, das ist die Mystik des Lebewesens. So können wir Mystik in unserem Leben erfahren. Wer auch immer wir sein mögen, wenn wir versuchen, ein Gefühl der Liebe gegenüber dem höchsten Herrn zu zeigen und mit den Segnungen des Herrn zufrieden sind, das heißt mit den Segnungen, was immer wir bekommen haben, wie in der Ishri Upanishad schön beschrieben wird, Isha Bhakta Midam Sarvam. Wird er augenblicklich den höchsten inneren Frieden empfinden, nachdem er sich Leben für Leben gesehnt hat. So, wenn ihr euch nach Frieden sehnt, Leben für Leben, wonach wir schon ewig gedürstet haben, müssen wir diese Geisteshaltung haben, diese Dankbarkeit, diese Annahme von den Segnungen Krishnas, die er uns gegeben hat. Hare Krishna, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr Fragen oder Kommentare, Kritik, seid herzlich willkommen. Lena, wenn dir irgendwas auf dem Herzen liegt, kannst du gerne was sagen. Dann lese ich euch noch was Schönes vor aus dem Shri Shri Radha Krishna Ganodesha Deepika. Und es werden dort die transzendentalen Eigenschaften der Bewohner von Goloka Vrindavan bezeichnet, beschrieben. Was für eine Gopi macht verschiedene Tätigkeiten. Das ist ganz spannend. Und jetzt lesen wir von einem der 8 Hauptgopis, Chitra. Chitra Devi ist, ich lese es mal auf Englisch vor, weil es auf Englisch ist, und versuche es danach wieder zu geben. Chitra Devi is wonderfully expert in all the activities we have just described. She is especially expert in the lover's quarrel between Radha and Krishna. Chitra can read between the lines of books and letters written in many different languages, perceiving the hidden intentions of the author. She is a skilled gourmet and can understand the taste of various food made with honey, milk, and other ingredients simply by glancing at them. So Chitra Devi kann zwischen den Zeilen der Bücher lesen. Sie kann Briefe in verschiedensten Sprachen lesen. Und sie erkennt den versteckten Hintergrund, Hintergedanken des Autors. Was immer er schreibt, versteht auch, wie war dir das Gemüt des Verfassers, während er diesen Text geschrieben hat, was war sein Beweggrund, was wollte er machen. Und sie ist so geschickt, dass sie die verschiedenen Gerichte, die aus verschiedenen Zutaten bestehen, sofort erkennen kann, wie sie schmecken, einfach wenn sie sie anzieht.
She's expert in playing music on pots filled with varying degrees of water. So, Chitraleka kann auf Töpfen, mit verschiedenen Töpfen, die gefüllt sind mit Wasser, Musik machen. Für Krishna und Krishna. She's learned in the literature describing astronomy and astrology. She's well versed in the theoretical and practical activities of protecting domestic animals. She's especially expert at gardening. Für unsere Gärtnerin können wir zu Chitra beten. And she can nicely make various kinds of nectarian beverages. There is also an 8 other Gopi maidservants headed by Rasalika Devi. Und dann gibt es andere Beschreibungen. So, Chitra steckt voller verschiedener spezieller Eigenschaften. Wie wir sehen, jeder einzelne der Gopis in der Spirtanwelt fokussieren sich auf eine gewisse Eigenschaft, auf eine gewisse Tätigkeit, auf einen gewissen Dienst zu Radha und Krishna. So auch wir, unser Dienst zu Krishna, zu unserem spirituellen Meister, zur spirituellen Parampara, ist für uns sehr essentiell. Wir sollen unseren Dienst nicht vernachlässigen, ich mache heute dieses, ich mache heute jenes, sondern wir sollten eine gewisse Verantwortung für Krishna übernehmen. Ich nehme Verantwortung für Krishna und ich mache meinen Dienst und ich bringe diesen Dienst zur Perfektion. Das sollte unser Ziel sein. Was immer unser Dienst ist für Krishna, sonst wollen wir daheim ein bisschen Dienst für Krishna machen. Eine kleine Blume Krishna opfern oder für einen Tempel einen kleinen Dienst machen, indem wir irgendwas machen. Irgendwie Dekoration vorbereiten oder uns etwas einfallen lassen, was wir für Krishna machen könnten. Und wir bringen diesen Dienst zur Perfektion. Das ist sehr, sehr schön und erfüllend. Und auch die ganzen Gopis versuchen, ihre Dienste zur Perfektion zu bringen. So perfekt, dass Krishna sich einfach vollkommen entfalten kann. Und diese Liebe zwischen Radha und Krishna kein Hindernis im Wege steht. So auch wir sollten bei dieser Ausführung, dieser Mission von unserem spirituellen Meister nicht im Wege stehen, sondern wir sollten dazu beitragen, diese Mission auszuschmücken mit unseren verschiedenen Talenten und Verantwortung zu übernehmen für Krishna.